Und Zucchini ist halt irgendwie auch ein total liebenswerter Charakter, ebenso wie alle anderen, die er dort so beschreibt. Also die ganzen Waisenkinder, jedes für sich hat einfach ja seine eigene Geschichte, seine Eigenheiten und Besonderheiten und seine kleinen Spleens und so. Es ist irgendwie total, ja, total schön geschrieben und jeder Charakter ist halt etwas Besonderes und total liebevoll ausgearbeitet. Jedem dieser Kinder ist leider auch etwas sehr Schlimmes passiert teilweise. Also die haben eben ihre eigene Geschichte auch noch dabei und nach wird halt aufgedeckt, warum die da sind, was mit ihren Eltern ist oder was sie halt in ihrem Leben bisher so erleiden mussten, leider. Und diese Vorstellung ist total schlimm teilweise. Also die haben alle kein leichtes Leben bisher gehabt. Ist ja klar, sie sind jetzt im Waisenhaus. Das ist schon schlimm genug. Aber es ist ja teilweise auch eine Verbesserung eigentlich zu ihrem Leben, was sie vorher hatten, weil ihnen von den Eltern Schlimmes angetan wurde oder von den anderen Erziehungsberechtigten oder die Eltern haben so generell halt schlimme Dinge getan. Jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt den Kindern gegenüber. Also diese Geschichten alleine sind schon ja eben total interessant und spannend. Und Zucchini macht sich halt besonders viele Gedanken über Camille. Das ist ein Mädchen, was im Verlauf des Buches halt ins Waisenhaus kommt und in die er sich total verliebt. Und diese Beziehung, die zwischen den beiden dort entsteht, ist auch irgendwie ja so die erste große Liebe und wie er sich Gedanken darüber macht und was er für Ängste hat und ach, das ist irgendwie so ein Buch, was das Herz erwärmt und total viel Spaß macht, einen aber halt eben auch zum Nachdenken anregt. Alleine schon darüber nachzudenken, wie halt ein Kind die Dinge wahrnimmt und wie es halt auch in einem Waisenhaus so zugeht, dass er sich dort halt zum Beispiel auch wohlfühlt, dass er aber natürlich auch seine besonderen Wünsche und Träume halt hat für die Zukunft, dass er natürlich nicht immer im Waisenhaus bleiben möchte. Und man muss sagen, Zucchini ist auch eines der Kinder, das halt auch besonders viel Glück hat in diesem Buch, eigentlich so im Verlauf, und dass er halt auch so besonders viel Liebe erfährt in diesem Buch, nicht nur von den Kindern dort, sondern halt eben auch von anderen Personen, die in diesem Buch vorkommen. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Es ist natürlich auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite halt auch sehr tragisch und traurig und doch auch sehr emotional. Aber wie gesagt, auf jeden Fall finde ich zumindest ein lohnenswertes und lesenswertes Buch, das ja eben durch die Charaktere auf jeden Fall besticht. Der Schreibstil ist auch sehr, sehr überzeugend. Und ja, es ist halt auch ein Thema, was interessiert. Diese Kinder interessieren sehr und es ist eben sehr gut ausgearbeitet, finde ich. Und falls ihr das Buch schon gelesen habt, würde mich eure Meinung brennend interessieren. Schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch Lust auf dieses Buch machen. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!